Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu nicht Minecraft Smash, sondern Smash auf der Wii U. Ja, wir kämpfen gegeneinander, beide auf Zufall und jo. Warum hat er gerade vibriert? Wann kann denn der noch vibrieren? Ich dachte, er wäre schon so Und denk an die zerstört. Omega-Version. Ja, ich mache noch Omega Zufall. Ja. Okay, Oh, Leute. ich mag halt nicht. Was denn? Ich habe irgendein Kabel in der Hand. Und das ist mein Controller-Kabel. Ach naja, was soll's. Mein Controller spackt. Ja. Der macht alles länger, als ich's drück. Wie jetzt? Ja, er macht nicht das, was er tun soll. Irgendwie, keine Ahnung, ist ja egal. Ich bin anscheinend Donkey Kong, okay, auf eigentlich überhaupt keinen Bock. Jo, du bist ein Affenhauriger. Und im Spiel auch. Ike ist so langsam und du bist jetzt auch nicht gerade schnell, aber. Ja, was ist das hier? Come at me, Bro. I've got a shield on my shoulder. Oh Gott. Was willst du denn, Waffe? Guck mal, ich kann. Ich bin Azula, weil ich kann blaues Feuer machen, wie bei Avatar. Ey, Wichser. Aber der Clean-Up. Da steht nicht Cory, da steht Azula. Kann ich auch Blitze machen? Ich kann rote Blitze machen. Guck. Hey, guck. Hey. Oh. Guck, ich habe einen roten Blitz Wie er gemacht. mich getroffen hat, Ja, wahrscheinlich. aber das Okay, war so. einfach. Pf, rechts, links. Komm mal, der Kajum. Soll ich dich mal rasieren, du haariger Affe? Eigentlich ist Kacke. Machen wir wieder so drei Spiele, ja, oder? Braucht immer so lange nach seinen Angriffen, bis er sich wieder bewegen kann. Ich weiß nicht, wie Dafür das. gehen seine Angriffe viel zu schnell und sind viel zu OP. Gar nicht. Doch. Warte mal, ich habe 93%, obwohl du mich vielleicht dreimal getroffen hast. Das ist eine Lüge. Ich habe dich einmal so getroffen. Dann habe ich dich einmal so getroffen. Ja, was willst du? Willst du mal verklatschen, oder was? Bin ich eine Fliege, die du einfach deinen Händen da klatschen kannst? Oh, hattest du was falsch? Geht es auch in die Luft? Wie ich da lang geslidet bin. Oh. Servus. Natürlich kommt das nicht an dich ra. Das war einfach die falsche Attacke. Ich wollte nicht aufladen. Ich wollte hier so. Ich kann ja einen Konter. So. Ich glaube, Donkey Kong hat Lebra. Schau doch mal, wie schwollen den seine Füße und den seine Hände sind. Donkey Kong hat eine beschissene Rettung. Hä? Wie konnte ich dich denn da jetzt treffen? Schön, dass ich weiß, dass jemand, dass irgendwer außer Luigi an die Kante schlagen kann. Das war jetzt nicht mal Absicht. Jetzt sind wir beide aufgeladen. Was willst du jetzt tun, ne? Hey, was mich austrägst. Ich habe dir Schaden gemacht und du hast kein Knockback bekommen durch die Attacke. Ist ja mal voll OP. Ja, guck, ich hab's auch gemacht. Du Gut, warst die Range nie erreicht. Deine Auf jeden Arme Fall sind so starker groß. Typ Charakter. Fast gebalanced ist der. Ich guck dir mal an, wie schlecht der ist. Ich kann überhaupt nichts Gutes. Boah, Donkey ist voll gut. Ach, wahrscheinlich. Wieso habe ich Weiß gewonnen? ich auch nicht. Ich dachte eigentlich so ab der ersten Combo, die du mir gegeben hast, ja, die Runde macht dann keinen Sinn mehr für mich. Ja, ich musste ja nicht mal. Habe ich überhaupt jede B-Sache benutzt? Es kam mir so vor, dass ich nur drei benutzt. Was glaubst du denn? Ob wir Ike als Amiibo haben? Nee, ne? Nee, ne? Haben wir nicht. Aber Ike. Aber Donkey Kong. Ja. Diesmal mache ich Amiibo. Aber Donkey Kong haben wir. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Amiibos. 32, Nein. 34, 40. 34, glaube ich. Oh, mein Game. Nimm deine Drogen. An, oder? Deine kommen auch nicht an. Hey, du bist näher rangegangen, das war unfair. Gucke, dann komme ich auch an.
Ach, warte, sorry. Ihr müsst wissen, ich kann mir nicht jeden nicht das komplette Moveset im Kopf behalten, deswegen möchte ich testen, was ich kann. So, die C-Attacken haben keine krasse Reichweite, greifen kann ich auch nicht weit. B zur Seite ist. Ach stimmt, das kann ich ja gedrückt lassen und dann. Schick so. Ist voll cool. Ich mag Schick. Achso, das war ja das. B nach unten. Au. Hey. Das macht keiner. Der zoomt automatisch an dich ran, wenn du in meiner Nähe bist. Nee, immer in die Richtung, wo du hinguckst, glaube ich. Ach, das ist so ein schwuler Charakter wie Zelda halt. Das ist ja auch Zelda. Wer ist jetzt in den Abgrund völlig gelacht. Hey, wer bist du? Bist du ein Mann oder eine Frau? Was machst denn du? Bist du doof? Ich verstehe die Steuerung von dem Charakter nicht. Die ist so random. Einfach, ne? Hüpfen. Ja, was ist bei der Steuerung? Die funktioniert einfach nicht. Das ist nicht so, wie es mal sein sollte, ja? Nee, ich dreh dich immer, Monaka, Junge. Hey, Junge. Nö. Jetzt gibt's das mal. Ach, komm. Jetzt schauen wir noch. Jetzt, nee. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Nö. Jetzt ist Ausgabe. Ich weiß. Oh Gott, du stirbst nicht. Ey, yo, ich kann nicht springen. Warum kann ich nicht springen? Weil ich ihn nochmal getroffen hab. Das war gerade ein cooler Kill. Na ja, jetzt ist es wieder gleich gerechtfertigt. Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Schick ist so richtig mal gegen habe. Dr. Mario ist Schick einfach so voll overpowered. Warum? Du hast doch ein Ding. Was? Ein Cape, der meine Projektile zurückmacht. Was sind für Projektile? Die Nadeln, die du schießen kannst. Krass. Ja, die schieße ich ganz oft. Guck. Ja, aber weil du schießt ja 5 Nadeln mit einmal, ne? Ja. Bam aufs Maul. Das geht da nicht, wenn du... Ich weiß. Ich habe mich jetzt zweimal selbst umgebracht und das wird dir als Kill angerechnet. Auf jeden Fall gutes Spiel. Das ist wie auf Fall. Half ist auch scheiße. Naja, so schnell ist. Ja, das ist einfach so eine richtig random Option. Warum? Total unnötig. Da wird man nicht einfach liften. Oder? Dann könnte man es machen, dass man kurz gebannt ist, wenn man, dass man wenigstens Minuspunkte bekommt. Ja, ich würde sagen, einfach Minuspunkte. So viel wie du halt bei einem Tod droppst, solltest du Minuspunkte bekommen. Aber nicht für jemanden. Weißt du? Das ist nicht der, den ich zuletzt hätte, die bekommt. Hä? Der, dass du die einfach nur verlierst und die niemand bekommt. Aber das ist doof. Wenn du einfach so vor jemand wegrennst und dann runterspringst, ist so richtig lappig. Ja, dann hast du aber Minuspunkte gemacht. Ja, das wird dir dann aber als jeden, auf jedem Server noch so angerechnet. Nee. Doch. Freevee auch, auf Gomma auch. Die Punkte, aber nicht der Kill. Der Kill ja, hat mir auch scheiße. Bei den Scheißern gibt's ja auch keine Punkte. Ja, ich finde, die Punkte sind irgendwie so das. Das war irgendwie eine richtig random Runde. Die würde ich einfach so nicht zählen lassen, aber okay. Ja, warum? Ich meine, du hast jetzt noch nicht einmal gewonnen. Also, diese Turniere hast du noch nicht legit gewonnen, weil ich immer so dumm bin und mich umbringe. Ja, komm. Die Steuerung nicht kannst. Wenn du sagst, ja, die Steuerung ist so random, obwohl sie genauso ist wie bei jedem anderen Spieler. Charakter meine ich, sorry, ein Spieler. Ach nee. Ach, Spinner sowieso ich. Ach, na klar. Warum hast du immer die schönen Charaktere, nicht immer solche? Ich hab Charaktere, die du magst und ich abgrundtief als Gegner hasse. Zu spielen finde ich die noch schwuler als Gegner. Ach mein Gott, wie kann man denn so einen Lappencharakter haben, Alter, ganz ehrlich. Ja, wow. Oh, wow, toll, du kannst mich komplett auskontern, geiles Spiel. Piu, was macht denn B? Den Luma schießen. Nein. Doch. Und B zur Seite. Die Sternteile schießen. Also kann ich so machen und dann Piu. Zum Beispiel, du kannst dann aber auch alles andere für den Luma machen. Piu, Piu. Das hat Spaß, gell? Ja, eigentlich nicht. Guck mal, ich lasse mich einfach weiter auf, wo ein Luma nicht fliegen kann. Ja, okay, dann lass uns anfangen. Was macht denn das? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Was macht das? Weil ich dich gepackt hab. Das ist das, wo du so Sachen einsaugst. Weil der Strahl nicht rumgeflogen ist. Guck mal, wie dein Luma tanzt. Verpiss dich, Luma. Rosalina ist shiny. Ach man, B zur Seite ist doch eigentlich immer so eine, bei jedem Charakter die gleiche Attacke, aber nee. B
Also manchen Hurensöhne, die ich dann immer spielen muss, ist das dann so eine extravagante irgendeine Scheißattacke, ja? Was ist denn daran extravagant, dass du die mit Luma machst? Ach ja, aber mit B zur Seite ist beim ziemlich jedem Charakter irgend so ein Smash nach links oder rechts. So was. Bei so Hurensohn-Charakter. Ja, und das ist das einzige, was ich irgendwie bei Charakteren benutze. Kommst du denn immer jetzt gestorben? Weiß ich nicht. Jo, ich schaff's nie, deinen zu töten, wenn du mich damit abfuckst. Was macht denn B nach links? Ohne Luma kann ich nichts außer meine Smash-Angriffe. Gleich wie B nach rechts. Ja, guck doch mal. B zur Seite. Guck mal, ich mach ohne meinen Luma kann ich nichts außer die Smash-Attacken. Der Charakter ist auch so richtig ungebalanced. Warum ist denn das Spiel so schlecht? Ich mag Rosalina voll gern. Nee, du machst Rosalina und Luma. Rosalina kennt überhaupt nichts. So? Nö. Ich hätte doch nichts machen können, wo du meinen Luma immer weg hattest. Piss dich, Herr Monika, Jung. Ich fick Rosalina unter ihren rosa Rock. Rosa Rock, rosa Rock, Rock. Jetzt habe ich Lust, über meine Galaxy zu spielen. Bäh. Aber jetzt habe ich auch wieder keine Lust mehr, Super Mario Galaxy zu spielen. Weil dieses Schiff da. Jetzt habe ich Lust, Mario Luigi. Nee, warte, wie ist das Spiel? Bowser's Inside Story zu spielen. Diese Spiele sind immer so voll schwer, ne? Hast du Mario und Luigi Spiele, die sind so heftig. Also finde ich. Habe ich immer voll Probleme gehabt. Und dass denn das eigentlich noch voll in die Kinder spielt. Und ich denke mir da nur so, boah ey. Warum ist das ein Kinderspiel, wenn nicht mal ich das schaff? So nicht mal ich so richtig abwertend. Spiel du auch mal so ein Spiel bitte? Nee. Ich finde die richtig kacke. Also klar, die machen Spaß, aber das ist halt auch so. Dein fucking Ernst. Was war denn das jetzt? Wir haben ja das Dream Team Brothers, und bei dem Dream Team Brothers kann man dann die Option, wenn man einmal gegen den Boss verloren hat, kann man die Option im leichten Modus neu starten und dann machst du dem halt mit deinen Attacken einfach doppelt so viel Schaden und so. Und deswegen ist er dann ziemlich viel einfacher. Das finde ich irgendwie kacke. Das gab es bei den anderen beiden nicht. Ich glaube, es gibt noch zwei andere, Mario und Luigi, Partners in Time und Bowser's Inside Story. Und die Musik ist ja gerade von Bowser's Inside Story. Das gibt's doch sicher auch als... Um. Porno-Version. Was ist Incest Story? Oder so. Nee, was ist Incest Story? Hab ich doch gesagt. Ich hab Incest verstanden. Nee, Incest. Ja, das Incest wäre ja genau das gleiche. Das dürfen die ja nicht verwenden, so. Ja, was mache ich denn? Ich will das machen, ja genau. Sie nimmt mich einfach so und gibt mir so ein... Dreht einfach mit meinen Knien im Gesicht. Boah, Monagarium, das hätte jetzt sein können. Hätte ich nicht so quick reaction. Quicky. Hey. Da. Pio! Chong chong ching chong chini ching chong china man. Hässlicher, behaarter Mann. Ist kein Vogel, nee. Es ist ein hässlicher. Ich meinte auch Rosalina. Ein hässlicher, behaarter Mann. Mein Rücken tut weh. Ah, jetzt hat mein Knöchel geknackt. Mein Leben ist so scheiße. Was denn? Was ist mit deiner Achsel? Puff's mal mit deiner Achsel. Guck mal, was der kann. Wollen wir noch einen Kampf machen? Mhm. Okay. Sollen wir uns jetzt mal einen Charakter aussuchen? Mhm. Du suchst mir einen aus und ich such dir einen aus. Mhm. Okay? Du mir zuerst. Okay. Du nimmst... Glurak. Nee. Doch, du nimmst Glurak. Komm schon. Du nimmst Dr. Mario. Nicht einen, den ich diese Folge schon hatte, bitte. Ach, aber die anderen kannst du alle. Du nimmst Glurak. Nee. Doch. Du nimmst... den. Minion. Nee, du nimmst Zoro HD. Okay, du nimmst Glurak und ich nehme Zoro HD. Ach nee, du nimmst...
Ach, du kannst jeden Charakter so gut. Mehr fuckt mich da nicht ganz so ab. Ja, dann nimmst du Mario. Mann, das ist gleich wie Dr. Mario. Dann nimm halt. Luigi. Nimm den Bewohner. Ja. Na komm. Ja, nimm den Bewohner. Nee, nimm Fox. Nee, den Bewohner. Bleib beim Bewohner. Ich hab gerade Falco. Das ist gleich wie Fox. Warum nur ein Leben? Damit es kein langes Kampf wird. Weil du die Folge schon gewonnen hast. Okay, dann warum gewinnst du jede Folge so unfair? Spielen wir jetzt mal beide richtig, okay? Ich hab schon immer richtig gespielt. Ich lass mich von dir erstmal auf 1 Million Schaden runter. Ach, sorry. Ach stimmt, das macht mir selber Schaden. Ich dachte mal 10, okay. Der ist aber nicht so geil mit einer Rettungsattacke. Hüpfen kann der auch nicht gut. Ich weiß schon. Achtung. Du kannst auch nicht schießen, oder? Vielleicht die Steinchen? Warte mal. Ja, ich hab einen Stein. Warte mal. Ich werde wieder ein bisschen. Okay, können wir kämpfen? Machen wir mal. Ja, okay, das passt so vom Damage her. Los. GG. Okay, los. Das war die falsche Attacke. Oh. Was mache ich denn gerade? Oh, mein okay, jetzt gibt's aufs Maul fahren. Nee. Ich verdrück mich die ganze Zeit, ne? Hey, du hast mein. Nee, Alter, du. Oh mein Gott! Kann ich verlieren! Okay. Nein! Nein! Hurenbock! Ich hab dich austrägt! Ja, warum denn ausgetrickst? Ich war einfach nur zu dumm und hab die ganze die Attacke gespammt. Mhm. Ja, klatscht. Gelatscht. Okay. Ich würde wie immer habe ich verloren. Ich würde aber sagen, ich bin müde. Du musst wissen, es gibt auch eine geheime Aufnahme, beziehungsweise die ist kaputt gegangen. Da hatten die es auch gewonnen. Mhm. Jo. Das bedeutet, ich bin richtiger Verlierer. Wobei der eine Kampf hat meiner Meinung nach nicht gezählt, aber da das ja noch einer war, hatten die es jetzt wirklich gewonnen. Und ja. Ja, dann hat es euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Auf Wiedersehen, meine hübschen Ladies. Bienchen. Was? Ja. Call me.